In diesem Video werden wir uns angucken, wie wir Variablen definieren können und was ist überhaupt eine Variable in C oder in Arduino. Im letzten Video haben wir uns ein ganz einfaches Programm zusammengebastelt, bei dem wir die LED, die interne LED, in einer bestimmten Frequenz mit einem bestimmten Muster blinken lassen haben. Es war eine Sekunde, war sie die LED an und zwei Sekunden war die LED aus. Jetzt ist natürlich die Frage, diese 1000 und 2000 sind Zahlen und die könnte ich mir auch irgendwo speichern, damit ich nicht immer denken muss, war es jetzt 1000 oder war es 2000. Und ich könnte interessantere Muster damit erstellen und vor allem ein bisschen leichter programmieren. Dafür benutze ich eine sogenannte Variable. Alle Variablen, die im kompletten Programm gültig sein sollen, in unserem Fall ist es immer so, stellen wir ganz vorne in diesem Programm vor der Funktion Setup. Und alles, was ich hier brauche, ist zu sagen int wait time. Was bedeutet das jetzt? Ich habe mir gerade eine Variable definiert, die nennt sich wait time. Es ist wichtig bei allen diesen Namen, dass man keine Leerzeichen benutzt. Wenn man es besser lesen möchte, wie zum Beispiel bei WaitTime, benutzt man eben diese Unterstriche, damit man es besser lesbar hat. Int bezieht sich auf die Art von dieser Variable, welche Typen sie hat. In diesem Fall steht int für Integer, das bedeutet ganze Zahlen. Also 1000, 2000, alles was wir bis jetzt hatten, wird da auch reinpassen. Was ist erstmal überhaupt eine Variable? Eine Variable ist so eine Art Behälter. Sie erinnern sich wahrscheinlich an unser Kochrezept mit den Waffeln und dort haben wir uns in der Vorbereitungsphase auch einige Behälter und ein paar Schlagbesen und sowas alles zurechtgestellt. Eine Variable ist nichts weiteres als ein Behälter für irgendwelche Zahlen. In unserem Fall sind es ja noch Zahlen, später werden wir uns auch andere angucken. Ich brauche diese Variable, um mir diese Zahl dort zu speichern und mit dieser Zahl kann ich dann auch verschiedene arithmetische, mathematische Operationen durchführen. Wir haben sie hier definiert. Definition ist wichtig für Arduino, damit er weiß, aha, ich habe jetzt diese Variable, für die habe ich mir etwas Speicher reserviert und dort werde ich mir Sachen speichern. Wir wissen noch nicht, was drin ist. Die ist erstmal einfach ein Behälter und zwar nicht unbedingt leer, das ist so ein bisschen wie aus der Küchenschublade irgendein Behälter rauszunehmen, irgendeine Schüssel und erstmal nicht zu wissen, ob da drin was ist oder nicht, bevor man da reingeschaut hat. Damit wir sie benutzen können und damit sie irgendein Wert bekommen, diese Variable, werden wir in der Setup-Funktion ihr einen ersten Wert zuweisen. Wir sagen einfach WaitTime ist gleich 1000, Semikolon, damit wir die Zeile auch beenden. Was bedeutet das? Ich habe jetzt in diesen Behälter die Zahl 1000 reingeschrieben und jetzt ist es ganz sicher, was drin ist und ich kann diese Variable auch jetzt ohne Risiko benutzen. Für mein Kochen zum Beispiel oder eben für unser Blinken. Das mache ich im Setup, damit ich ganz genau weiß, wann das gemacht wurde. Das ist genau wie der Vorbereitungsschritt bei unserem Kochrezept. Ich mache alles, was vorbereitungsmäßig ist, im Setup. Wenn ich jetzt wieder zu Loop hinuntergehe, kann ich diese 1000 mit meiner Variable ersetzen. Ich sage wait time und hier könnte ich natürlich jetzt auch wait time reinstellen. Versuchen wir es erstmal, ob das erstmal so funktioniert. Wir verifizieren und wir laden rüber. Was passiert mit dem Arduino? Man sieht schön, klar und deutlich, er blinkt genau wieder mit dieser einer Sekunde Unterschied zwischen an und aus. Jetzt wollten wir allerdings, dass er längere Zeit ausbleibt. Ich könnte jetzt natürlich wait eine zweite Variable mir dazu schreiben. Machen wir das doch mal. Ich sage int wait time long Semikolon und im Setup werde ich sagen wait time long ist gleich 2000. Und hier unten im Loop muss ich das wait time durch WaitTime Long ersetzen. Könnte ich machen?
Verifizieren wir mal, ob er es auch wirklich tut. Scheint es auch zu tun. Das wäre eine Möglichkeit, für jede mögliche Zahl mir eine eigene Variable zu basteln. Allerdings kann ich auch andere Sachen machen. Ich kann diese Variable wieder rausnehmen. Eigentlich brauche ich sie nicht. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, aber vielleicht später es mir anders überlegen könnte, mache ich daraus einfach einen Kommentar. Alles, was mit dieser Variable zu tun hatte, mache ich einen Kommentar daraus. Und so ist sie erstmal für das Arduino erledigt und nicht mehr da. Für mich ist sie noch da und ich kann sie später eventuell wieder ins Leben zurückrufen. Hier werde ich wieder zu WaitTime zurückgehen, weil er sonst sich beschweren würde, dass diese Variable gar nicht existiert und er weiß nicht, was das für ein Wert sein soll. WaitTime ist nochmal wieder 1000. Ich kann aber sagen, zweimal WaitTime. Und Sie sehen jetzt gleich, mit den Variablen kann ich alles Mögliche machen, was man aus der Mathe oder zumindest aus der Arithmetik kennt. Ich kann Multiplikation machen, ich kann Addition machen, ich kann subtrahieren, ich kann dividieren und so weiter und so fort. In unserem Fall können wir uns jetzt davon überzeugen, dass es wieder auf die 2000 Sekunden, auf die 2000 Millisekunden zurück ist. Und man sieht auch jetzt, dass die LED längere Zeit ausbleibt, als sie an ist. Sehr schön. Jetzt kann ich natürlich statt dieser 2 auch eine 3 nehmen oder irgendetwas anderes. Ich kann auch hier etwas Komplexeres bauen. Ich kann sagen 3x Wait Time plus 1500. Das würde auch nehmen. Das würde ausfunktionieren. Jetzt, wo ich fertig bin, werde ich allerdings diese Reste, ich nenne sie auch gerne Leichen, einfach rausnehmen, damit das Programm sauber bleibt. Alles, was ich nur zum Ausprobieren benutzt habe, während ich gearbeitet habe, am Ende des Programms lösche ich wieder alles, damit alles ordentlich und gut aussieht. Man kann es später viel besser lesen, wenn da nicht irgendwelche auskommentierte Zeilen immer noch drin hängen, die, obwohl sie für das Programm egal sind, für uns sind sie immer noch da, macht das Programm sehr viel länger und man kann es viel schlechter lesen. Dankeschön.